Feuer, weil die Mulde hat nichts. Feuer über die Kuppe. Los, der Nächste. Da sind Sie. Berg auf Stopp! Sie sind heil runtergekommen. Leutnant Branko vom obersten Stab. Wir sind britische Offiziere. Die britische Militärmission ist da. Captain Stewart vom britischen Oberkommando. Freut mich, Captain. Wir haben uns eine Stunde verspätet. Wir haben einen Umweg finden müssen. Nichts. Mit mir sind Captain Deakin. So? Sergeant Ross und Roden gekommen. Bitte kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Danke, Sir. Ich habe den Auftrag, Ihnen die Grüße der britischen Regierung zu überbringen. Danke. Sie sind die erste offizielle Militärmission, die zu uns kommt. Wir erwarten auch jeden Augenblick die Russen. Es wird Zeit, dass man uns hilft. Ich weiß, es wird Zeit. In Kürze wird es eine zweite Front geben. Wir haben schon lange eine zweite Front, Captain. Schon seit Mitte 1941. Die britische Regierung weiß, dass das jugoslawische Volk große Opfer gebracht hat. Ja. Opfer, die ihnen geholfen haben, Blut zu sparen. Wie lange wir das durchhalten können, das weiß keiner von uns. Aber wir werden weiterkämpfen. Und wenn dieser Krieg, selbst wenn dieser Krieg für uns den Tod bedeutet. Was haben Sie mir sonst noch zu bieten, Captain? Ich fürchte, im Augenblick... Wir brauchen Waffen und Munition. Wo ist die Front? Überall, wo der Feind ist. Und wo ist der Feind? Wo stehen die Deutschen? Überall. Meine Herren, Sie werden müde sein. Kann sein, dass wir den Stab heute Nacht noch verlegen müssen. Ruhen Sie sich so lange aus. Glauben Sie, die Deutschen greifen an? Wir sind eingeschlossen. Möglich ist alles. Und ich nehme an, dass Sie uns zermalen wollen. Es bleibt uns nicht allzu viel Zeit. In den nächsten Tagen versuchen wir auszubrechen. Irgendwo wird es doch eine schwache Stelle in dem Ring geben. Sicher. Aber wir haben mehr als 100.000 Mann gegen uns. Unsere einzige Chance ist, sie im Unklaren zu lassen, wo und wann wir durchbrechen wollen. Es wird hart für uns alle werden, für Sie auch. Ja. Gar nicht. Die verdammte Ruhe. Wenn ich bloß wüsste, was die vorhaben. Was sollen die schon vorhaben? Ist doch kaum einer von ihnen übrig geblieben. Ivo. Ja? Du gehst mit. Mach dich fertig. Wohin mitgehen? Besprechung bei Tito. Schon wieder? Du gehst auch mit, Simo. Kommt. Da kann ich dich wenigstens bei deinem Vater abliefern. Nur mach nicht so ein dummes Gesicht, steh auf. Sei doch froh, dass du wieder mal was Anständiges zu fressen kriegst. Nikola, renn doch nicht schon wieder wie ein wild gewordener Handfeger. Nikola!